Ja, wenn ich dann hier schon wieder gelandet, was ist denn hier los? Oh, wenn man so einen Weg halt geht und man kennt den nicht, ey. Also ich habe ja jetzt alle hier geschnitten, aber nicht hiermit, ey. Leute, und damit herzlich willkommen hier zum nächsten Wanderabenteuer. Heute mal wirklich so eine kleine Überraschungstour. Ist jetzt keine offizielle, so richtige Tour, also so ein bisschen der Rheinsteig liegt hier so ein bisschen am Wege. Und ich habe die Tour tatsächlich im Internet so per Zufall gefunden. Und da dachte ich mir so, Aussichten und irgendwie Felsen und vor allem angeblich ein Naturschutzgebiet, wo es Orchideenwiesen geben soll. Hier muss ich mal den ersten Ausblick hier erhaschen. Das ist ja so ein bisschen meins, ne? Also ein bisschen Kuddelmuddeltour. Wetter sieht auch so ein bisschen sehr bescheiden aus. Mir war auch bis kurz vorm Aufstieg, war mir auch sehr, sehr kalt, muss ich sagen. Alter Schwede, also 6 Grad oder so. Angeblich sollen halt irgendwie, weiß ich gar nicht, 18 Grad werden. Naja, lass mich mal überraschen hier. Leute, hier mit wunderschönen Ausblicken geht es jetzt hier erstmal auf so eine, ich nenne es mal, gesetzeslose Zone hier anscheinend. Also ich verstehe diese ganzen komischen Bauerngelände hier nicht. In der Stadt, wenn du da einen Schnips auf den Boden schmeißt oder einen Schrank als Sperrbe auf die Straße stellst, kriegst du sofort ein Knöllchen. Aber hier oben, hier herrschen irgendwie eigene Regeln, habe ich das Gefühl. Die können hier machen, was sie wollen, hier liegen irgendwelche. Welche gammeligen Wohnwagen stehen da rum und naja, ich weiß nicht, also Landwirtschaft will ich nicht so warm mit, ey. So, eben nochmal kurz die App geguckt, also diese Bauernhöfe sind tatsächlich irgendwelche Aussiedlerhöfe, also sehen sie auch aus. Also noch wird hier nicht viel passieren. Ich glaube, das nächste wird sein, dieses Naturschutzgebiet, wo eigentlich jetzt, also letztes Jahr um die Zeit, fand da irgendeine Orchideenführung statt. Ich bin mal sehr gespannt. Dann gibt es noch eine Klamm, also irgendwie mit einem Fluss sogar. Dann irgendein Felsenweg. Also, ja, noch befinden wir uns hier irgendwie auf dem Rheinsteig Zuweg. Ja, ich ist auch nicht irgendwie durch Zufall gefunden im Netz. Und dann die Route auch bei AutoActive gefunden. Und da dachte ich mir, mit der Bahn wunderschön zu erreichen ist, machst du doch mal den Weg. Also Bahnfahrt super schön, muss ich sagen. Je weiter raus man hier fahren ist, umso leerer wurde die Bahn. Ich habe mit dem Kopf nur an der Scheibe gehangen und habe mir das Rheinufer angeguckt und habe so viele Hütten und Aussichtspunkte entdeckt, die ich schon gemacht habe. Ey, es ist echt Wahnsinn. Also ich werde das jetzt mal einblenden, irgendwie beim nächsten Rheinwanderweg. Es sind schon etliche Wege, die man da schon
die man da schon absolviert hat. Das ist halt immer witzig, wenn man von der gegenüberliegenden Rheinseite das ganze Spektakel mal von unten sieht und sich überlegt, ey, da warst du überall schon, ne? Da hast du überall schon gesessen und die Aussicht genossen und da war der Weg, da war der Weg. Also, das ist schon sehr, sehr cool, ey. Endlich schöner Ausblick hier auf jeden Fall. Kann ich gar nicht so genießen, weil ich hier auf den Boden achten muss, weil hier nämlich alles voller Schnecken ist. Nacktschnecken. Ja. Das ist der Hammer, ey. Wird bei dem Regen kein Wunder. Aber Leute, ich habe erst prophezeit. Die nächsten 14 Tage, ich hoffe, der Wetterbericht stimmt nicht. Soll es hier tatsächlich nicht einen Tag mehr regnen. Und bis zu 28 Grad werden, Leute. Oh nee. Das ist ja nicht meins, ne? Also das ist schon absolute Obergrenze, muss ich sagen. Und naja, wandern kannst du da eigentlich auch nicht. Also da kannst du nur aufpassen, dass du nicht stirbst und dass du nachts noch schlafen kannst. Aber das geht noch einigermaßen. So, jetzt kommen hier die ersten richtigen Rheinsteigschilder. Fuchsreude und Reudemilben gibt es hier, Leute. Wenn man den Schildchen loben darf, das klingt aber auch lecker. Ja, schöne Bank, Leute, hier mit Blick auf den schönen, grünen, saftigen Acker. Schon sehen, Leute, es klart auf, die Sonne kommt raus, hier auf einem wunderschönen Waldpfad. Leute, ist das herrlich, hier steht noch der Matsch, wahrscheinlich nicht mehr lange. Auf jeden Fall bis jetzt richtig schöne Aussichten hier genossen. Und jetzt sind wir tatsächlich an der Stelle, ich habe gerade überlegt, ob ich da nochmal hingehe, aber ich, nee. Also generell ist hier diese ganze Gegend sehr von Lost Places geprägt, muss ich sagen, also es ist unnormal. Was hier für Grundstücke brach liegen und Häuser und Bauernhöfe. Und hier linker Hand ist tatsächlich ein Hotel, was mir sehr bekannt vorkam. Und da gibt es tatsächlich ein riesen Schwimmbad, Leute. Könnt ihr gerne mal gucken. Das einzige Schwimmbad in meiner Lost Place Playlist ist mittlerweile auch schon über 2 Jahre her. Ich glaube auch nicht, dass es da jetzt besser geworden ist. Und da ich jetzt hier für die 15 Kilometer sowieso hier 6-7 Stunden brauchen werde, muss ich jetzt da nicht noch mal renieren und mir den Trümmerhaufen angucken. Ich denke schon, dass der noch steht. Viele werden den kennen. Der hat nämlich einen direkten Zugang, beziehungsweise nur so ein Fenster durch eine Gardine verdunkelt zu dem aktiven Hotel, was halt sehr witzig ist. Wenn du halt im Lost Place da rumstrom hast und den Vorhang zur Seite machst und in die Lobby von dem Hotel guckst. Ne? Also das ist halt echt geil, ja. Dass sich da keiner drum kümmert und abreißt oder so. Kann ich auch nicht ganz verstehen. So, und der nächste Step. Hier nach dem Waldstück wird dann dieses Naturschutzgebiet sein. Ich blende euch den Namen mal ein. Ich hab das schon wieder vergessen, muss ich sagen. Ich hoffe, da gibt's noch ein paar Orchideen oder sowas zu sehen. Pilze tatsächlich hier keine groß, komischerweise. Bei Facebook wieder Pilzfunde gesehen, Leute. Also, und das im Mai, ne? Naja, geht auch bald wieder los. Leute, richtig schön idyllisch, wenn man jetzt hier in einem Waldlehrpfad angekommen. Also richtig cool, ne? Das ist halt irgendwie Halligalli, klar. Aber hier sind auch Schulgruppen und Kinder unterwegs und keine Ahnung, deswegen habe ich jetzt hier auch nicht so arg viel gefilmt. Aber jetzt jede Menge zu entdecken hier, richtig schön. Schöne Bänke, natürlich hier wieder diese schönen saftigen Wiesen.
noch so ein kleiner Orchideen in Sicht, Leute, aber wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Aber es wird hier schon einiges geboten, wo man natürlich jetzt für die Kinder hier nicht die 50 Kilometer Wanderung machen sollte. Da könntest du halt direkt im Auto hinfahren und da, was ist das hier? Liegen in der Wiese, Leute. Na, wenn das nicht geil ist, hier einfach liegen in der Wiese, weiß ich auch nicht. So Leute, ihr habt gesehen, nach langem Suchen auf dieser unendlichen Blumenwiese hier, ich gucke jetzt hier immer noch so ein bisschen, habe ich sie gefunden. Es war nur eine Sorte irgendwie. Also ich weiß auch nicht, ob es irgendwie, einmal habe ich ja auch drei verschiedene oder vier verschiedene gefunden, glaube ich. Aber die sind natürlich mehr hier auch so in diesem, da sieht man es so ein bisschen, diesem Abhang. Also hier geht es so ein bisschen den Berg runter hier hinten. Also da werden die wahrscheinlich größtenteils stehen, vermute ich mal, und sind dadurch eben halt auch so ein bisschen vor menschlichen Eingriffen geschützt. Aber Leute, man sieht halt hier nur Blumen, ne? Es ist alles voller Blumen. Richtig schön. Aber es war schon wieder mal eine Sucherei hier, ne? Also, die stehen halt mal nicht hier so eben am Wegesrand. Naja, ist ja auch was Besonderes, ne? Sieht man nicht oft. Freue mich, dass ich die gesehen habe. Vielleicht finden wir noch ein paar. Jetzt geht es erstmal hier schön weiter auf dem Wiesenpfad. Vergesst, was ich eben gesagt habe, denn wir schlängeln uns jetzt nämlich gerade hier an diesem Abhang lang, Leute, und hier ist einfach alles voll. Leute, ich werde es euch einblenden, hier ist alles voll mit Orchideen, so ein paar hellere habe ich euch gerade gezeigt, dass hier kommen noch diese schönen dunklen, Leute, jetzt fehlen bloß noch ein paar gelbe und dann, Alter, ist das schön, ey. Wunderschön, und gerade jetzt bin ich so froh, dass ich heute lange Hosen anhab, ey. Zum Glück war es heute ein bisschen kühler. Ich wäre sonst wieder hier mit kurzer Hose rausgestiefelt. Also, kannst du dir jemand sehen? Das ist ja ein Meter hoch, die Wiesen, ey. Ha, durch den Wind sieht's halt auch echt geil aus, ne?
erste Highlight haben wir hier erledigt. Diesen wunderschönen Naturschutzgebiet mit Orchideenwiese. Jetzt geht's hier zu so einer kleinen Hütte mit einer wunderschönen Aussicht hier auf die Lahn. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube irgendwie, diese Klamm müsste noch kommen, die wir dann leider berghoch gehen müssen und nicht bergunter, was natürlich sehr clever gewesen ist mal wieder. Ah, jetzt gucken wir uns mal hier schön den Ausblick an. Vielleicht noch mal ein kleiner Zeitraffer. Ach Leute, all diese Wiesen. Man kriegt es leider, wie gesagt, ich krass ja immer wieder nicht auf Video ruf, wie geil. Was ist denn hier mit Schmetterlingen los? Alter, hier tanzen die Schmetterlinge, das ist ja Wahnsinn. Also jetzt ist auch richtig schön. Sonne, Wolken, so ein bisschen gemischt. Also richtig, richtig schön, ey. Oh, ich bin so froh, dass ich die Orchideen noch gesehen habe. Was ist denn das hier? Das ist keine Orchidee, glaube ich, hier unten. Nee, ich glaube nicht. Götze, jetzt ist Feierabend hier mit Orchideen. Es gibt auch so viele andere schöne Sachen, die jetzt hier blühen, ey. Ja, richtig, richtig schön. Ich habe jetzt schon echt mehrere Stellen, wo ich weiß, dass da Orchideen stehen. Oh, jetzt kommt die Gebirgsfauna hier. Nee, Flora, Fauna eher nicht. Fauna hatte ich vorhin, da sind ein paar Wildschweine über den Weg gerannt. Und dieses eine Reh, ich weiß nicht, ob man das erkennen konnte auf dem Video. Das ist nicht mal weggerannt, hat sie einfach nur ins hohe Gras gesetzt. Naja, war einer von der ganz bequemen Sorte wahrscheinlich. Also der Ausblick eben war jetzt nicht so prall, muss ich sagen, viel Industrie, Leute. Aber ihr habt es erkannt, ich habe die zweite schöne Orchideensorte hier auf dieser Wiese gefunden, Leute. Es ist so schön. Wie kann eine Pflanze so schön aussehen, ey? Ach, nee. So Leute, das nächste kleine Highlight liegt an. Die Klamm, Aspichklamm. So ist ja eingeblendet. Na, mal kicken, was hier abgeht. Aber jetzt geht's doch bergab. Ich weiß ja nicht warum. Irgendwie, na, der Weg verläuft ein bisschen komisch. Der von nur ich poste ja bei Facebook dann die Autoactive Tour, wenn ich nicht vergesse, hier bei YouTube auch. Na, das haben wir jetzt noch so ein Drittel, haben wir glaube ich noch vor uns. Aber bis jetzt muss ich sagen, richtig schön. Richtig, richtig schön, schwer zu bewerten, weil es an sich ja jetzt kein, wie sagt man, zertifizierter Rundweg ist. Aber auf jeden Fall super, mega schöne Ausblicke, Leute. Kurzweilig eigentlich auch, also dafür, dass es 16 Kilometer sind, habe ich ja nur noch 3 oder 4. Oder vielleicht 5, keine Ahnung. Das ist wieder so eine Tour, wo ich sage, fürs Frühjahr absolut episch. Also diese Wiesen, Leute, ich kann es euch nicht so rüberbringen, wie es in der Realität ist. Wunderschöne Ausblicke, wunderschöne Blumen, die Orchideen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das halt hier im Sommer, im Winter recht unspektakulär ist. Vielleicht die Klamm kann man sich angucken. Ach, ich weiß nicht, so die Ausblicke im Winter. Na, nee. Oder im Sommer ist wahrscheinlich nur braune Wiesen hier. Oh, es geht aber richtig stramm hier runter. Schön für die Waden. Richtige Fußballerwaden hier. Na ja, gut, also da ganz unten, da hinten, hört man schon so ganz bisschen Wasser. Na, viel fließt da aber auch nicht, wenn ich das so sehe. Hä? Und das, wo so viel geregnet hat? Naja, überraschen lassen hier. So ein bisschen Wasser zu sehen kriegen. Und, naja, wir marschieren dann jetzt schon so ganz grob Richtung Bahnhof. Also nochmal kurz zur Info, bevor dann hier die schönen Eindrücke aus der Klamm kommen, also da hinten fließt es ein bisschen runter, aber man sieht es so wenig. Man sieht es gar nicht. Hä, okay. Es wird ein anderer Bahnhof sein als auf der Hinfahrt, weil das, Leute, Premiere, meine allererste Streckenwanderung ist. Ha! Also wer den Unterschied nicht kennt, Rundwanderung, landet man natürlich immer da am Parkplatz, wo man gestartet ist, aber bei so einer Streckenwanderung
startet man halt eben in A und endet dann in B. Und das bringt natürlich mit dem Auto so gar nichts. Es gibt echt Leute, die fahren dann mit der Bahn wieder zurück zu A. Also total sinnfrei. Aber jetzt, wenn du eh mit der Bahn unterwegs bist, dann fährst du halt mit der Bahn zur Station A und vor der Rückfahrt startest du dann halt bei B. Also ich glaube Braubach oder so heißt dann der Rückfahrort. Also das hat wirklich das Geile, muss ich sagen, mit der Bahn, dass man halt eben auch so eine Tour dann machen kann. Da öffnen sich wieder ganz neue Dimensionen. Oh, die Sonne jetzt hier. Was ist denn los, Madame? Hallo. Auf einmal kommt sie hier raus. Also, das ist unfassbar schön hier, dieses Bachtal. Man sieht hier nicht viel vom Bach. Der plätschert hier links in der Auenlandschaft vor sich hin. Der Kuckuck schreit hier daneben. Ist das herrlich, ey. Es ist ja so eine richtige Überraschungstour hier. Ich weiß ja nicht, was hier uns noch erwartet. Hier unten sieht man es nochmal so ein bisschen. Den Auwald. Ist das schön, ey. Und da werde ich wieder mitten in der Woche haben, Leute. Ist natürlich auch keiner unterwegs, ne? Das wird morgen sich ändern. Morgen ist Vatertag, Leute. Ich bin zwar kein Vater, aber ich werde morgen trotzdem rausgehen oder fahren. Natürlich nicht mit dem Bollerwagen. Die Blöße werde ich mir da nicht geben, aber ich werde morgen hier schön ganz früh aufstehen und hier wieder eine schöne Tour machen, Leute. Es sind noch erträgliche 18, 19 Grad morgen, wunderschöne Sonne. Hätte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, hier dieses epische Wetter. Freitag krieg ich UPS-Paket, da kann ich nicht wandern gehen. Scheiße, das nervt auch immer. Oh, könnt ihr nicht früh zwischen 7 und 8 kommen, dann hast du den ganzen Tag noch für dich. Oder zwischen 18 und 19 Uhr, nee, 11 Uhr 45 bis 15 Uhr 15 oder so was wahrscheinlich. Oh, ultra nervig, ey. Es ist ultra nervig im Moment. Wenn man bestellt, muss man damit rechnen, dass man dann irgendwie mal zu Hause sein muss. Jetzt kommt hier ein Hubschrauber angeflogen, was ist das hier? Ich wollte gerade eben sagen, wie schön ruhig es hier ist. Oh, ich suche mich wahrscheinlich schon. Hab nichts gemacht, Leute. Verpisst euch wieder. Ach, das ist herrlich, Leute. Eine Bank wäre noch ganz geil. Hey, schöne Felsen hier. Richtig schön, ey. Naja, dann kommt das erste heiße Wochenende, Leute. Also für mich heiß. Viele würden es feiern wahrscheinlich und rennen in die Eiscafés und schreien Juche. Ich werde mich, weiß ich nicht, die Rollos runter machen oder so. Es sind nur 25, 26 Grad gemeldet am Wochenende, aber für das Wandern jetzt nicht so nice, glaube ich. Also müsste gerade sehr früh los und müsste halt sehr früh fertig sein. Ist da schön, dieses Auenland hier, ey. Also Leute, bleibt gespannt, was uns hier noch erwartet. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, ihr habt gesehen, Leute. Wir sind schon wieder hier oben irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Alter Schwede. Ich hab mich jetzt hier hochgekämpft. Ja, hätte ich jetzt zum Schluss nicht mehr brauchen müssen. Weil auch keine Bank hier mehr, ja. Die könnte man so in eine Bank hinstellen. Oh. Wenn ich jetzt meinen Stuhl noch mitgeschleppt hätte, dann hätte ich noch schon mehr geworden wahrscheinlich. Weg dann hier schon wieder, ey, dann, ne? Was ist denn hier los? Boah, wenn man so einen Weg hat, geht und man kennt den nicht, ey. Also, ich hab ja jetzt alle Meere, aber nicht hier mit, ey. Ach, ey, guckt euch das doch mal an, was ist denn hier los? Hä? Also, jetzt irgendwie, hab jetzt doch nicht mit dir rechnet. Boah, ich brauchte, jetzt scheint natürlich die Sonne, also doch falsch rum, wir laufen den Weg irgendwie anscheinend. Oh, ich verbrenne, guckt euch das mal hier an, ey. Leute, so ist es manchmal. Seid froh, dass ich nicht alles filme, ey. Ich hab hier gerade den Mecker des Todes. Ey, halb am Verbrennen. Irgendwie fühlte 50 Grad da an diesen Felsen, ey. Heute früh hier vor, jetzt irgendwie geschwitzt. Jetzt haben wir hier einen schönen Wald.
Ja, das macht halt Wandern auch so geil, ne? So ein bisschen diese Auf- und Abs irgendwie. Also jeder, der selber wandert, kennt's, ne? Am Ende des Tages ist man eigentlich immer zufrieden. Also ich bin noch nie unzufrieden. Wandern hier lang? Wie geht's denn jetzt hier lang? Also unendlich geht es hier noch hoch, ey. Das gibt es nicht, ey. Aber laut App soll hier irgendwie eine Schutzhütte gleich kommen. Da werde ich aber richtig schön die Zeit vertrödeln. Dann kannst du doch wissen, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War halt auch keine einzige Bank jetzt hier nirgendwo, ne? Also das ist ein bisschen mies. Ich sag mal, auf 5, 6 Kilometern hier keine Bank mehr hinzustellen. Das ist schon sportlich, ey. Ja, aber es ist halt dieser Fernwanderweg, ne? Im Prinzip haben wir jetzt sogar mehr als eine Etappe hier vom Rheinsteig absolviert. Ich hab's euch ja mal zwischendurch eingeblendet. Hier sind halt überall irgendwelche Zäune, verlassene Gebäude. Ich weiß ja nicht, was das hier im Wald alles ist. Also irgendwie, es riecht auch, ich weiß nicht, ja, der vielleicht selber Lost Places macht, der kennt das. Es riecht auch so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, so ein bisschen moderig, als wenn hier irgendwie irgendwas Verlassenes wäre. Dort dahin ist das Ziel unserer Träume. Eine Schutzhütte, ey, ich dreh durch hier. Mit einem schönen Ausblick. Vielleicht mache ich doch mal wieder einen Zeitraffer. Ich habe jetzt die letzten Stunden keinen Bock gehabt, muss ich sagen. Ey, die Zentrix sind alle hier, ey. Aber ein geiler Ausblick hier. Was ist das jetzt, der Rhein oder die Lahn? Ich weiß es auch nicht, Leute. Wunderschöne Pause gemacht hier mit dem Blick hier auf die Marxburg. Ihr habt sie gesehen, also hier ist die Marxburg und hier links, ich habe es euch vorher mal rangezoomt, da stehen drei Schornsteine. Da muss ich natürlich gleich mal googeln, was das ist. Die werden auch die Heizung der Weinberge genannt. Und da war wohl mal eine Silber- und Bleimine. Und das sind die Schornsteine von der Silber- und Bleimine. Klingt aber auch geil. Ja. Vielleicht gibt's da, aber da sind echt nur Bilder von den Schornsteinen im Internet. Also da ist, glaube ich, sonst nichts weiter. Ja, spannend, ey. Aber es geht hier auf felsigen, sehr sonnigen, Leute, und sehr warm. Ich weiß, ich meckere die ganze Zeit hier rum. Aber mir brennt hier die Sonne auf den Kopf, das ist unnormal, ey. Alter, Falter, ey, heute 16, 17 Grad sollen werden, ne? Ey, hier sind 35 in der Sonne. Oh, das gibt's nicht, ey. Was ist denn das hier für ein Pfad? Ich muss immer gucken, was das hier für komische Pfade sind, ne? Für Trampelpfade. Naja, wir gehen unseren Weg weiter. So, das haben wir da bald geschafft. Kilometer, anderthalb. Ich glaube, jetzt sind irgendwelche großen Überraschungen kommen. Also Überraschungen gab es hier auch, Leute. Ey, hier gab es ja alle. Die gab es Aussichten, gab ein Bachtal. Es gab hier Kletterpassagen, es gab Orchideen, es gab Wiesen. Es gibt Blicke in Rhein. Na, in Rhein, nicht auf dem Rhein. Wenn der Blick in Rhein ist, dann sind wir ein bisschen zu weit gelatscht, glaube ich. Bergwerk noch vorbei, so wie das aussieht. Hier ist halt einfach die Schornsteine und irgendwelche komischen Trümmerfabriken oder so. Hä? Oh Gott, ey. Ich möchte eh mal ein 10-Minuten-Video machen, ey. Es gibt auch immer irgendwie spannende Sachen hier zu entdecken, ey. Ist der Weg auch ganz schön. Ein paar Bänke stehen hier sogar. Könnt ihr hier schön noch chillen. Bis zur Bahn kommen. Die fährt auch jede Stunde diesmal. Also auch nicht so stressig. Na ja, gut, da werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Fast auf die Fresse gepackt, ey. Man sollte auf den Weg achten und nicht auf die Lost Places. Scheiße, ey. Och, Mann, ey. Alter, das sieht ja ultra geil aus da oben. What the hell, ey. Und hier dieser andere Schornstein noch. Oh, da würde ich gerne mal hingehen, ey. Das
sieht sehr spannend aus und sehr windig. So Leute, es geht hier relativ unspektakulär. Den Berg hier runter Richtung Bahnhof, also an dieses komische Bergwerk, komme ich jetzt hier so ad hoc nicht ran. Also da müssen wir mal ein bisschen recherchieren. Wahrscheinlich kommt man hier irgendwie hier hin, aber ich weiß nicht wie. Und jetzt hier bei der Vegetation sowieso schwierig. Jetzt sind überall irgendwelche alten Mauern. Ich feiere das ja, ne? Ja, mal ein bisschen recherchieren. Vielleicht kommt man da hier hoch in den Schornstein, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kommt man da mal irgendwie rein. Mal gucken. Also wie gesagt, also eine richtig schöne Tour. Echt fordernd, muss ich sagen. Hier 16 Kilometer ist jetzt nicht ohne, ne? Also, ja. Aber wie gesagt, wir haben alle gesehen. Schöne Abwechslung gehabt. Hier richtig schöne Ausblicke, Leute. Flora, Fauna, unerwartete Kletterpassagen. Ja, man muss das auch mal so machen. Man muss einfach mal auch ein bisschen die Wege so gehen. Irgendwie ohne so vorher zu googeln und sich anzugucken, erlebt man so die eine oder andere Überraschung dann immer. Dann würde ich sagen, Leute, geplant oder nicht geplant, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Und ciao.